Die IHK Reutlingen hat gestern die aktuelle Konjunkturumfrage für die Region Neckar-Alb vorgestellt. Die Unternehmen zeigen sich überwiegend zufrieden und blicken gelassen in die Zukunft. Und trotzdem, einige Fragezeichen gäbe es immer noch. 364 Unternehmen haben sich an der Konjunkturumfrage beteiligt. Darunter Einzelhandel, der Dienstleistungssektor Gastgewerbe, Industrie und Bau. Während der Einzelhandel zu schwächeln scheint, bewertet der Bausektor seine Lage als gut. Wir haben sehr viele Baumaßnahmen. Das ist zum einen Teil die öffentliche Hand, die sehr stark investiert. Das sehen wir alle, wenn wir auf den Straßen unterwegs sind. Und dann natürlich auch von der privaten Hand. Hat sicherlich auch damit zu tun, dass das Geld billig ist im Moment. Die Zinsen sind sehr niedrig. Und es nützen natürlich sehr viele Bauherren, um zu investieren. Gute Konjunktur, das bedeutet in Zahlen ein Konjunkturklimaindex von 139 Punkten. Zum Verständnis, bei 100 Punkten wäre die Zahl derer, die zufrieden und unzufrieden sind, gleich. Ja, die Wirtschaft, der Wirtschaft geht es gut im Moment, sogar sehr gut und ist auch recht optimistisch. Dennoch müssen wir sehen, dass die Fragezeichen, die wir haben, nicht gelöst sind. Man hört in den Medien im Moment nicht mehr viel, aber so Themen wie zum Beispiel Krise in Russland oder auch Instabilität in Brasilien sind nach wie vor vorhanden. Märkte wie Griechenland und Portugal haben Probleme und natürlich die Flüchtlingsfrage, die im Moment auch noch nicht geklärt ist. Eines sei aber nun klar, Asylsuchende werden nicht den Fachkräftemangel decken, wie man es sich einst erhofft hatte, und fehlen nach wie vor. Als Erfolg verbucht die IHK die 3+2-Regel. Flüchtlinge dürfen nach der Ausbildung 2 Jahre zusätzlich hierbleiben, eine Sicherheit für Unternehmen. Unsicherheiten entstünden dagegen langsam auf dem Exportmarkt, auch wenn die Exporte immer noch auf Hochtouren laufen würden. Die Befragten zeigten sich im Blick auf die Zukunft etwas zurückhaltender, Stichwort Brexit oder China. Anderer Risikofaktor, die Nullzinspolitik als Folge der Euro-Krise. Auch der mögliche Negativzins beunruhigt Unternehmen und IHK. Einige Unternehmen und auch Privatpersonen werden ihre Vermögen transferieren, manche vielleicht auch ins Ausland. Und insofern sehen wir eine Kapitalflucht und das ist natürlich dann für die Bundesrepublik keine gute Nachricht. Trotzdem, für die IHK scheint die regionale Konjunktur unverwüstlich, konjunkturell gesehen ein goldener Herbst, so der IHK-Präsident. Damit das so bleibt, muss nun der von der Landesregierung versprochene Breitbandausbau kommen. Aber auch die IHK will sich weiter bewegen und vor allem die Innovationskraft im Ländle stärken. Eine Idee ist nicht relevant, solange sie nicht umgesetzt wird. Und da ist die Aufgabe auch ein bisschen von uns, von der Industrie- und Handelskammer, da Methoden zu schaffen und auch Anreize zu schaffen und die Politik auch zu bitten, da zu unterstützen, damit speziell kleine und mittelständische Unternehmen die Ideen, die sie haben, dann auch im Markt umsetzen. Wachstumstreiber sei aber nach wie vor der Export. Mehr als jeder zweite Euro würde demnach im Ausland verdient. Ob allerdings wieder ein Exportrekord eingefahren werden könne, bliebe abzuwarten.